Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Da sind wir wieder und Dewey ist auch dabei. Dann wollen wir mal schauen. Was mich wundert, die haben irgendwie überhaupt nicht über Namen geredet, so wirklich, ne? Gut, was nehmen wir denn nochmal mit? Wir könnten normalerweise Patronen gebrauchen und so weiter und so fort. Ich bin mir nicht sicher, ob die Hunde oben schon los sind. Und ja, zurück geht's allerdings nicht. Wir gucken hier nochmal eben ganz fix auf die Karte. Da haben wir nichts mehr, dort ist nichts mehr. Okay, dann wollen wir mal. Haben wir denn die richtige Waffe ausgerüstet? Jetzt auf jeden Fall. Kommt sie uns hinterher? Oh, was ist jetzt los? Here. Come on. Renn nicht einfach so los. Weißt du, was hier so rumläuft? Ich gehe davon aus, dass noch eine Sequenz kommen wird irgendwie. Das wirkte so. Haben wir nicht? So. Damn it. We need a key card. One. Here, come help. You're sure this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry? I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Sherry? Tie your hands. Why are you doing this? Shut up. Tie her. Okay, then. You tie her up now, or she dies. That's some what's this all about? Child endangerment, for starters. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. You hurt her, I swear to God, my brother is Starson, I will fuck. Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now, or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go! You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's full of shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! Was ist das? Stay safe, Sherry. Okay. Key card first. Garagenschlüsselkarte bekommen. Okay, den holen wir uns. Die Verwundung ist jetzt wieder weg. So. Dann haben wir jetzt wieder hier Auswahlmöglichkeiten in Räume. Der war im letzten Kapitel nicht offen, Leon. Must be where that guy came from. Ja, und was hat er hier gemacht? Eine Karte aufgehängt oder was? Oh, noch ein Fahrstuhl.
Karte Polizeistation B1. Okay. Liftsteuerungsraum. Und was haben wir hier? Raccoon Monthly Juni-Ausgabe. Juni-Ausgabe. Aufgepasst, Helden von Raccoon City. Wer ist der zwar gefürchtetste, aber auch respektivste Mann der Stadt? Die Antwort sollte jeder Bürger unseres schönen Städtchens kennen. Genau, Polizeichef Brian Irons. Der Mann, der die Verbrecher überall das Fürchten lehrt und uns sündigen Bürgern ein strenger Vater ist. Chief Irons ist bekannt für seinen Einsatz für das Waisenhaus und missbrauchte Frauen. Den Schutz von Kunstwerken und den Tierschutz. Und das ist noch nicht alles. Nur wann schläft unser Held? Auf Nachfrage antwortete Chief Irons mit einem sanften Lächeln, die Stadt ist wie eine große Familie. Ich tue für sie nur, was ich auch für meine Familie tun würde. Oh, das Bild. Sieh mal einer an. Bastard is the police chief? Offensichtlich. Das ist der Polizeichef. Oh, was ist das hier? Presslift zum Chefbüro. Unbefugnisse zu verboten. Ach, nichts. Okay. Verboten. So, die machen wir eben einmal nicht auf. Also, ich wollte nur eben einmal berühren, damit wir wissen, okay, da kommen wir nur mit dem und dem Schlüssel durch. Jetzt sind wir hier alleine, nachdem Chief Irons Dewey mitgenommen hat. Jetzt also wieder hier rein. Ey, die Mucke. So. Schießstand, sind hier wieder welche? Jupp. Zettel, Entsorgungsnotiz. Schlüssel für Einsatzwagen, sowieso. Juhu. Die Büchse der Pandora. Plupp. Was da wohl drin sein mag. Oh, ein Autoschlüssel. Hätte das gedacht. So. Hier ist wieder Nachricht von Mr. Raccoon. Und auch hier gibt es wieder den Schlüssel. Will ich nur einmal kurz hier gucken. Da war das Teil. Gibt hier noch Munition. Ja, da hinten. Den Jungen und das Mädel lassen wir da mal liegen. Soweit alles, was wir hier haben wollten. Da können wir nicht rein und ich denke, darauf schießen wäre jetzt einfach Patronenverschwendung, gerade wo wir jetzt im Moment nicht so viel haben. Genau, und im Moment bekommen wir auch nicht mehr. Okay, da geht es noch nicht durch, dazu müssen wir wieder hinten das Schalterrätsel lösen. Können wir also erstmal hier lang. Wow! Was zum. Das klingt gar nicht geil. Da haben wir nochmal ein Kraut. Das nehmen wir uns als erstes. Die hier lieber. Oh. Heftig. Die Viecher nähren sich an den Hunden. So, jetzt versuchen wir da mal drum herum zu gehen. Nein, nein, wir sind gar nicht da. Wir sind gar nicht da.
Oh Gott. Oh. Oh. Was für eine beschissene Situation. Ich habe gedacht so, hoffentlich berührt er uns nicht. Nein, nein, du willst uns nicht, du willst uns nicht. Oh, du willst uns doch. Entschuldigung. Tschüss. Nachladen. Da. Da drin ist die Hölle los. Alter. Ich hab den an der Decke gar nicht gesehen, ey. Hi. So, jetzt ist hier wahrscheinlich das, was wir benötigen, in einen anderen Sarg, oder? War das nicht dieser hier? War das richtig? Och Mann, echt nicht? Hier, auf den Hintern! Tja. Ich glaube, du hattest ein brennendes Ereignis. Schlüssel. Ja, natürlich stehst du jetzt auf. Karo-Schlüssel haben wir diesmal. So. Komm mal her hier. Komm, hier. Genau. Und dann. So. Mehr werde ich hier jetzt nicht überprüfen. Welcher von euch ist der... Oh, das ist der hier. Der andere ist lustiger. Dürfen wir da diesmal einfach vorbei? Ich glaube nicht. In your face! Wow! Da kannst du nicht durch. Da kannst du hoffentlich nicht durch. So, mal eben kurz reingucken. Hallo? Also der ist hin. Der andere noch nicht. Alter, was machst du da mit deinem Kollegen? Der T-Bag, den. Sind wir da vorbei oder ist der sofort sauer? Oh, oh. Oh, Scheiße! Okay, raus hier. Da kommen wir so nicht einfach vorbei. Offensichtlich nicht. So. Wo willst du hin, mein Freund? Genau, häng dich an die Wand. Kommen wir hier trotzdem langsam und leise rein. Weil ich will das Ding genau aufs Hirn ballern. Dann am besten weg. So, tschüss. Bist du hin? Oh, da ist noch was. Schießpulver. War's das? Oh, das war's. Sehr schön. Burn, burn, burn. Burning like fire. Tja, wir sind einmal angeschlagen worden, aber das wirklich aufgrund dessen, dass ich nicht wusste, was uns da erwarten würde. So, wir hatten hier jetzt Licker und drüben ist noch ein Zombie. Jetzt stellt sich die Frage... Sollten wir Angst haben vor dem Zombie-Dude? Weil heilen müssen wir uns früher oder später eh. Weiß jetzt nicht, wie viele Patronen wir hierfür haben. Wir sollten vielleicht... Wir sollten vielleicht die Pistole eben einmal benutzen.
Oh. Drückst du gegen die Tür? Oh ja. So, warte. Hinterkopf. Gesicht. So. Sehr schön. Was hätten wir noch machen sollen? Okay, da ist nichts drin. Wirst du wohl das hier anfassen. Yeah, gutes Kraut. Das können wir nochmal wieder mitnehmen. Erschreckendes Spiel. Ja. Ich wusste doch, dass die da sind, Mann. Hier nix. Da ist wieder der Zappeldude, oder? Nö, doch nicht. Hier? Was hast du dabei? Oh, der hat eine Granate, aber ich glaube, wenn ich ihn komplett draußen hab. Spätestens, wenn ich die nehme, oder? So. Bevor du nervst, lassen wir dich lieber da drin. Also, dann gucken wir hier nochmal. Nichts. Das hier ist der Zappelfilipp. Ist bei dir da drin was? Stellt sich die Frage, ob das so das letzte Zappeln war oder auch nicht. Gehe nicht davon aus, dass wir hier nochmal rein müssen. Das bedeutet, ich würde gleich gucken, dass ich den doch mal komplett rausziehe. Aber... Nee, da ist nichts mehr drin. Nee, warte mal. Der kommt dann irgendwann durch die blöde Tür. Dann haben wir den Salat. Alles klar. Oh, warte. Was haben wir hier? Autopsiebericht. Gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall alles. Was? War das wieder ein Licker? Echt jetzt? Echt jetzt? Ich will da einfach nur unter durch. Okay, Devil Action. Kann er haben! Oh, der lebt ja noch. Alter. Der hat das einfach mal überlebt, oder was? Bist du jetzt woanders rein? So, jetzt probieren wir es mal mit der normalen Pistole, weil ich will jetzt nicht alle davon benutzen. Wo bist du? Okay, hier bist du nicht. Da hinten auch nicht. Das ist schon mal gut, aber wir müssen hier eh nochmal wieder rein, deswegen wäre es besser, das Viech auszuschalten. Und wo ist es denn? Ich würde ganz gerne... Damit wir dann einfach hier rausrennen können. Oh, warte mal, rausrennen. Rausrennen finde ich nämlich gerade, wo wir wussten, dass hier beim letzten Mal Hunde waren, keine so tolle Idee. Man hört hier einfach mal Geräusche. Oh, wo bist du? Immer noch da hinten in der Ecke. Komm, das hast du gehört. Das hast du gehört. Boah, scheiße. Mann, ey. Das wollte ich doch nicht. Da. Hab ja gewusst, wir müssen es eh mal benutzen. So. Jetzt geht's uns wieder super. Und der Licker, der hätte hier eh weggemusst, weil wir da jemand durch müssen.
Aber wenigstens haben wir keine von den anderen Patronen mehr benutzen müssen. Hab mir das aber anders vorgestellt. Das Ding ist bloß, das Viech hat sich leider zu gut bewegt in dem Ganzen. So. Was haben wir denn da? Einfach eine neue Feuerwaffe. JMB HP3. Mit Munition. 9 mm. Okay, und was kann die? Ah, die hat einen Red Dot. Ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Da hinten geht's nicht weiter. Okay, wir hatten jetzt noch den Schlüssel. Oh, warte mal. Wir konnten ja nochmal zum Schießstand. Mit dem Schlüssel konnten wir dort was aufschließen. Sollten wir uns mal eben angucken. Falsche Richtung. Und dann schließen wir mal beim Schießstand die Tür auf. Schauen wir mal, was sich dahinter befindet. Jetzt stehen die bestimmt auf. Hat die nämlich brennend interessiert. Doch nicht. Red Crowd. Und ein Film. Was wieder heißt, dass wir wieder in die Polizeistation müssen. Eine Verrückte rumläuft. So, dann haben wir den hier auch geöffnet. Karotür. Stimmt, da können wir auch rein. Ihr bleibt fein dort liegen. So. Hier lang. Und dort rein. Okay, hier haben wir einen Schalter. Und sein letztes Essen. Und hochwertiges Schießpulver. Was haben wir? Ja. Okay. Oh. Putzschaft. JM79. Ist das hier? Nee. Was wir machen könnten, wäre das damit mal kombinieren. So. Dann können wir das einfach mitnehmen. Blauskraut. Ja, damit kombinieren. Haben wir hier noch was? Nö. Hebel ziehen. Mal, wenn wir jetzt hier sind, dann ist höher dort und noch höher dort und ganz oben ist. Da ist doch nichts. Wo sollen wir denn da bitte ankommen? Ich weiß es nicht, aber wir werden mal eben Sachen in die Kiste werfen und vor allem uns was Neues zum Heilen rausnehmen. Und dann würde ich ganz gerne mal wissen, wofür der Schaft jetzt ist. Ach, dafür. Kombinieren damit. Das Ding noch länger, wa? Jo. Was war das für ein Poltern? Ja, keine Ahnung, was er jetzt so komisch gepoltert hat, aber ist ja auch egal. So, den Film, den brauchen wir jetzt gerade nicht mitnehmen. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Die würde ich sogar wegwerfen. Da haben wir eh gerade keine Munition vor. Das rein. Wobei, einmal nehmen wir raus. Dann mal eben das noch. Dann haben wir hier einmal so eine Vollmischung. Blendgranaten rein. Brandgranaten aufgefüllt. So. Jetzt haben wir wieder genug dabei.
Das einzelne Krautbalken weg. Das kann weg. So. Combining. Und dann haben wir hier erstmal alles, was wir benötigen. Kurz abspeichern auf den nächsten Speicherstand. Und dann beenden wir an dieser Stelle die Folge. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Resident Evil 2. Ciao.